Und da sind wir auch schon wieder. Zurück bei Volkslands. Folgenwechsel gerade noch so mitbekommen eben gerade. Wir suchen uns das da. Was ist das? Ein Geschenk. Ein Geschenk für mich. Gleich zum Folgenanfang. Das ist ja Wahnsinn. Schauen wir mal rein. Und gucken mal, was es ist. Es waren 8 Einheiten Asche. Was will der gute Mann mit Asche? Dazu später mehr. Und ja, das ist immer noch das, wir nähern uns der Landwirtschaft an, Tutorial. Falls ihr gerade überhaupt keine Ahnung habt, wovon ich spreche, vorige Folge anschauen. Da geht das nämlich richtig hart los. Danke. Ich habe die Hoffnung, ich hoffe, ich hüpfe in die richtige Richtung. Wenn nicht, gibt's ins Gesicht. So. Nein! Kein direkter Sprung. Oder könnte ich das eigentlich schaffen? Ich vermute nicht und ich möchte ungern sterben. So, wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Au. Ich glaube, in die Richtung gehend. Habe ich. Wie viel Erde habe ich denn noch? Kann man die nicht irgendwie gerade loswerden hier? Machen wir das gerade ein bisschen kreativ. Baustellenerde FTW. Wir gehen halbtrockenen Fußes zu neuen Ufern. Aber dann sollte ich auch direkt hier alles beleuchten. Zumindest zum Teil. Was denn? Ach komm, Junge. Ich bin ja nicht mal im Wasser. Stirb, Kartoffel. Gott, diese Wassertöne sind ja auch so ein bisschen radikal, ne? Ach nee, wisst ihr was? Komm. Speer in der Hand. Und ab geht er. Ich habe keinen Speer im Inventar. Egal, ich kann mich auch mit dem Schwert wehren. Ist vielleicht sogar effektiver. Die ersten Stimmen werden schon laut. Wo will der Bekloppte denn jetzt hin? Richtet er sich da an der Steilküste ein und flüchtet plötzlich. Völlig wahnsinnig, der Mann. Geschlagen gehört er. Ab auf den Scheiterhaufen mit der Hexe. Und ähnliche Kommentare. Bitte schriftlich. Damit die Nachwelt was davon hat. Wir verstehen uns. So, wo war das jetzt gleich? Ich glaube, da drüben. Alter. Das tut ja selbst mir schon in den Ohren weh. Gerade mal runterdrehen, den Kist. Falsche Richtung. So. Ach ja. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Ja, geil. Super, ganz klasse. Oh, ich hab mein Inventar noch. Und das auf der schwierigsten, größten Schwierigkeitsstufe, okay. Verdammt. Ärgerlich ist es trotzdem. Tschüss. Super. Jetzt gehe ich den gleichen Weg nochmal. Aber ich kann noch rennen. Stimmt, rennen habe ich euch ja gar nicht gezeigt. E ist rennen. Viel Spaß damit. Das ist eine schöne Funktion. Da saufe ich einfach. Wie peinlich. Ja, also immer wirklich, wirklich, wirklich in Volkslands auf Energielevel und Ernährungslevel achten. Kurz warten, bevor ihr planschen geht. Ist wie im echten Leben, weil sonst macht ihr halt echt einen Abflug. So ein Dreck. Aber vielleicht kann ich da in naher Zukunft noch was anderes für euch bauen. Denn da gibt es auch Volkslands spezifisch eine ganz tolle Geschichte, was das Ertrinken angeht. Aber auch diesbezüglich später mehr. Ich werde es mir gerade mal aufschreiben. Damit ich es nicht vergesse. Falls ich noch überhaupt Zeit habe dafür, wenn nicht, rutscht es halt in die nächste Woche. Haha. So, hier ist ein Kaktus. Ein Kaktus, bei dem man mit muss. Jetzt wird mir schon wieder erzählt, man... Inventar sei voll, das passt mir gerade überhaupt nicht, aus Gründen. Ich schmeiß mal die Stücke weg. Und, ne, rohes Fleisch vielleicht nicht unbedingt. Das konnten wir noch machen. Das können wir noch machen. 3 Steine fort. So, und weiter geht die wilde Hatz. Ich hatte eigentlich gehofft, hier wären mehr davon. Also, mehr Kakteen. Denn ich bin auf lustiger Kakteenjagd. Warum, weshalb, wieso? Fragen über Fragen. Das möchte ich eigentlich erst dann sagen, wenn ich welche habe, also genug habe, wenn das, was ich heraufsehne, auch eintritt. Ich glaube, ich gehe da mal lieber mit der Axt dran. Es wird dunkel. Glühwürmchen, ich sehe sie. So.
Und jetzt habe ich nämlich hoffentlich nichts vom Darkst. Ihr kommt mit in mein Inventar. Ihr seid klein und putzig und ihr macht kein Licht, aber das ist mir egal. Ah, noch eins. Supi. Ja, geil. Jetzt mit. Ach, guck mal, da sind noch mehr Kakteen. Ich hoffe, ihr könnt die auch noch sehen. Wenn nicht, tut mir das gerade im Moment unheimlich leid. Aber ich habe das Spiel ja nicht programmiert. Ich habe das nicht so dunkel gemacht. Nein, nein, nein. Nö, nö. So, hat es jetzt geklappt? Ja! Denn wir haben jetzt erhalten Mus. Und zwar einmalig. Ich hätte gerne noch mehr Mus. Mus ist nämlich wichtig. Für den Fortbestand der Menschheit. Ach, komm. Da hinten sind noch Praktien. Machen wir auch noch platt. Mus bekommt man. Erzähle ich euch schon mal vorab. Indem man, also es soll wohl auch aus Apfelbäumen rausfallen, ab und an, zufällig. Das ist mir persönlich aber noch nie passiert. Oder zumindest in diesem Spiel noch nicht passiert. Also in dem, was wir hier spielen. Oder aber, ja, ab und an kriegt man es zufällig, wenn man Kakteen abschlachtet. Genauso wie man zufällig, wenn man Kies wegräumt, diesen Flintstone bekommt. Das ist in etwa die gleiche Wahrscheinlichkeit. Wisst ihr Bescheid, so kommt ihr an Mus. Und Mus ist wichtig für die Landwirtschaft. Man möchte sich fragen, warum. Was zur Hölle will man mit Mus? Ja, erstmal was essen. 3 Stück haben wir immerhin. Zack. Na komm. Bop, bop, bop. So, Energielevel steigt wieder. Freunde, Mus und Kohle ergibt nämlich 1A Dünge. Und mit diesem Dünge können wir die Landwirtschaft in Gang kriegen. Wenn ich denn jetzt überhaupt meine Basis wiederfinde, was ich bezweifeln mag. Ich hoffe, ihr kommt hier überhaupt her gerade. Doch, das dürfte aber passen. Wenn nicht, dann gehen wir eben auf ein Abenteuer. Yippie-ki-yay, I'm going on an adventure. Was war das? Herr der Ringe, ne? Ne, The Hobbit. Der Hobbit? Der Hobbit. I'm going on an adventure. Sehr beliebtes Meme um die Zeit. Schon wieder Hunger. Bin ich noch richtig? Ich glaube, jetzt darüber schwimmen, ne? Ich hätte vielleicht zwischendurch mal Fackeln setzen sollen. Apropos Fackeln. Ich habe keine Kohle, kann ich mir gleich schenken. Geht weg. Dire Wolf Gesoxe. Da ist ein Fisch. Fischi, du darfst nicht schlafen. Auch im Wasser kann man sich schnell leer fortbewegen. Zieht dann natürlich noch mehr Energie ab. Also da ganz besonders der Hinweis. Achtet drauf, dass ihr einen vernünftigen Energielevel habt. Sonst macht das wenig Sinn. Ihr habt gerade keine Lust auf mich. Das freut mich umso mehr. Tschüssi. Kurz warten. Energie aufladen. Auch solche Folgen gehören dazu, liebe Leute. Ich kann nicht immer nur Klötze aufeinander dotzen und mich darüber freuen, was danach dabei rauskommt. Nein, wir müssen auch mal Sachen holen. Aber das wisst ihr ja alles schon. Das kennt ihr ja alles schon. Zu Genüge. Von mir. Hübsches Haus, wer das gebaut? Man weiß es nicht. Magic. Ich habe mir im Übrigen auch wieder vorgenommen, aufs aktuelle Weltgeschehen einzugehen, demnächst. Quasi wie ich das schon bei Simutrans und natürlich ursprünglich davor bei Mindtest gemacht habe. Ich hoffe, das stößt bei keinem auf generelle Ablehnung. Es hält die ganze Sache zwischendurch immer mal ein bisschen fit und frisch. Denn, naja, irgendwann ist halt die Luft raus. Was das Kommentieren des eigentlichen Gameplays angeht. Ich hoffe, da seid ihr einigermaßen d'accord mit mir. Wenn ich das 7. oder 8. Mal einen Baum gepflanzt habe, dann wisst ihr mittlerweile, was ich da tue. Und ich muss nicht jedes Mal sagen, so, jetzt nehme ich diesen Baumsetzling und setze ihn dahin, damit in Kürze ein Baum daraus entsteht. Ich meine, ich bin ja nicht... Ich weiß gar nicht. Ich bin ja nicht Willi wie es wissen oder so. War das... Oder Löwenzahn. Bin ich auch nicht. Nein, nein. Ich erkläre das einmal. Maximal zweimal. Vielleicht auch dreimal. Was, die Ausführung vorher mit maximal sinnlos erscheinen lässt, aber ihr wisst, um was es geht. So, genug gebrannt. Wo ist meine... Angst. Paranoia. Gut, hier oben bitte keine Bäume, denn dieses Plateau hat andere Ziele.
dieses Plateau möchte landwirtschaftlich eine Katastrophe werden. Oder auch viel besser. Wo ist meine Schippe? Bin ich zu dumm, meine Schippe auszuwählen? Oder habe ich die einfach nicht im Inf? So, die Hacke nehmen wir weg. Okay, dann gucken, dass die Sonneneinstrahlungsrichtung alles gut ist. So. Ah ne, erstmal hätte ich gerne hier eine unendliche Wasserquelle. Wie sich das gehört. Das Prinzip ist altbekannt und funktioniert auch weiterhin. Und dann hätte ich gerne da Wasser und da Wasser. Dann, und das habe ich euch schon gezeigt, kurzer Blick auf die Uhr, um das Wasser herum die Erde entfernen mit einer normalen Schaufel. Daraufhin wird sie so komisch geknießknädelt. Achso, das ist gar nicht... Das ist gar keine Sandzirkse, das ist ein richtiger Stein. Ich bin ein richtiger Junge. Pinocchio. So. Schön. Ich habe neulich übrigens einen Kumpel von mir gefragt, oder angeguckt und hat gesagt, Fischi, du darfst nicht schlafen. Er schaute mir tief in die Augen und sagte, findet Nemo. Und ich sagte, du bist bescheuert, warum weißt du da sowas? Und er sagte, ich weiß es eben. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich nicht der Einzige bin, der sich sinnlose Filmzitate merkt. Was habe ich gerade getan? Ich habe die Erde vorbereitet mit so einem Hacken-Spatenstich. Und dann habe ich diesen Dünger, den wir uns eben zusammen gebastelt haben, wir erinnern uns, Kohle und Moos, den habe ich da hinten drauf geknallt und habe damit quasi der Erde gesagt, pass mal auf, du bist jetzt voll die geile, mega, super, duper, krasse Pflanzenerde. Und aus dir wachsen jetzt keine Blumen, sondern aus dir wächst was Sinnvolles, nämlich Gemüse und Gedöns. Ich kann es jetzt noch nicht ganz erkennen, da fehlt mir das Nofhoff zu, aber ich vermute, dass es Wolle, ich vermute, das könnte Weizen sein oder das. Und das könnten Erdbeeren sein. Das heißt, die Grundlage zum schönen zur schönen Agrar-Multiwirtschaft sind hiermit gelegt worden. Und darüber freuen wir uns gerade sehr. Hurra! Ich bin quasi extrem euphorisch. Hier bereiten wir schon mal die nächsten zwei Dinger vor. Wie ihr eure Felder anlegt, ist ganz alleine euch überlassen. Wichtig ist eigentlich nur, dass also entweder über Eck oder direkt Wasser anliegt. Denn schaut her, wenn ich hier das wegmache, ist der Klotz direkt weg. Also direkter Wasserkontakt ist Pflicht. Und das kann ich euch auch gleich zeigen. Das ist nämlich bei meinem Test so, hier aber nicht. Wenn ihr das macht, so, dann verschwindet er auch. Also Wasser unten drunter geht auch nicht. Es muss daneben sein. Ne? Dass das da jetzt wieder verschwindet, ist normal, denn da habe ich nichts gepflanzt. Also dass da Blumen entstehen, ist nicht immer in 100% der Fälle der Fall, sondern nur kann auch sein, dass das nicht der Fall ist. So, jetzt schauen wir mal. Das ist ein Kürbis und das ist vermutlich was anderes. Und ja, das gucken wir uns später an. Und dann wisst ihr, was ich jetzt mache auf meiner grandiosen Liste, die vor mir liegt. Ich würde sagen, der Garten, wenn man jetzt davon absieht, dass hier keinerlei Zäune und nichts sind, würde ich aber trotzdem behaupten, der Garten an sich ist erstmal fertig. Die Ergebnisse, ich mache bei Garten mal anderthalb, schreibe ich hin. Die Ergebnisse kriegen wir dann in ein paar Minuten zu sehen und können uns darüber freuen. Was würde sich denn jetzt am ehesten anbieten? Entweder gehen wir mal auf die Kleidung ein oder, ja, weiß ich nicht, oder wir vergrößern erstmal einfach spielerisch das Haus oder wir machen hier in der Umgebung alles schöner, habe ich mir gerade überlegt. Denn das, ja, böte sich am ehesten an. Wenn wir jetzt einfach hier bleiben, dann garantieren wir auch, dass das Zeug weiter wächst und nicht irgendwie auf einem anderen Map-Chunk landet. Und ja. Außerdem brauche ich mal wieder Material, um mir ein neues Werkzeug zu schmieden. Und dieser Eisenbrocken springt mir ja quasi schon mit dem Arsch ins Gesicht, sozusagen. Sprichwörtlich. Literally. So, aber ich glaube, das war's schon wieder. Ich guck gerade mal. Ja, sieht ganz gut aus, was die Grenzzeit angeht. Diesmal hat's geklappt. Weniger kompliziert. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid es auch morgen, beziehungsweise bei der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir uns vernünftig hoffentlich einkleiden in der nächsten oder übernächsten Folge von Voxlands. Bis dann. Ciao, ciao.